Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Eine Sache, die wir tatsächlich schon jahrelang nicht mehr gemacht haben. Ich bin gespannt, ob ich es noch kann. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da auf das Video, wenn ihr mehr Reactions sehen wollt. Wir schauen uns heute das Face Reveal an. Reveal. Das kann man deutscher, glaube ich, auch nicht aussprechen. Von Easy Cheesy. Easy hat sich nämlich gezeigt und ich bin gespannt. Also, naja, ich weiß natürlich, wie sie aussieht, aber ich bin auf das Video gespannt. Wir gehen rein. Let's go! Komm mal raus! Ja. Da sind wir, Leute. Ich bin hier gerade im Camper und heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Kleiner Hinweis übrigens, die Aussicht, die hier Easy gerade hat, so eine Aussicht werde ich dann auch haben bei meinem Grundstück, wo ich mein Haus baue. Ich baue ja ein Haus, Podcast-Zuschauer wissen das. Also ich werde ein Haus bauen, sehr bald, wir haben ja nicht angefangen. Das wird auch meine Aussicht sein. Geile Nummer. Okay, wir gucken mal. Mann, richtig schön. Ich habe auch die Nacht kaum geschlafen, Schinken, weil ich so aufgeregt bin. Ne? Aber heute, Leute, gibt's mein Face-Reveal. Freunde, wir fahren jetzt los. Auf geht's zu Lars. Da sind wir jetzt auch schon bei Lars und wir schauen mal, ob er schon wach ist. Funny Fact. Ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf. Aber ich glaube schon. Easy ist doch immer bei Among Us dabei. Ne? Natürlich hat man jetzt auch so unterwegs gar nicht so geiles Internet. Und es war eigentlich, ich glaube sogar immer, oder fast immer so, dass wenn Easy bei Among Us dabei ist, sie aus ihrem Wohnwagen aufnimmt, der in, also sie fährt ja mit dem Wohnwagen durch die Gegend, ne, so am Reisen, und sie steht in der Einfahrt von Lars. So ist das tatsächlich wild. Das ist eine wilde Kombination, so nimmt sie immer auf, das ist crazy. Leute, dann würde ich sagen, wir klopfen mal und schauen, ob Lars da ist. Ich bin aufgeregt, sei da. Bitte, bitte, Lars. Lars? Ist er wieder gegangen, Leute? Leute, ich glaube, der ist gerade ins Badezimmer gegangen. Lars, bist du da drin? Bist du... Hi. Hallo. Hi. Bist du gleich fertig? Ja, ich brauche noch 5 Minuten. Okay, komm bitte runter ins Studio. Ich bin jetzt hier gerade mit Diego, das ist Lars. Hat Lars ein das ist anscheinend Lars Katze, Diego. Hat Lars ein ganzes Haus? Bruder, bei ihm läuft, ne? Eine Katze und wir spielen ein bisschen, solange Lars sich fertig macht. So, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich überhaupt hier gerade bei Lars bin, aber Lars und ich haben einiges vor. Und wir haben nämlich ein Studio aufgebaut und das zeige ich euch jetzt mal und wie wir das aufgebaut haben. Was geht? Wir waren gerade beim Friseur und Lars sieht wieder hübsch aus. Yeah. Jetzt dunkle Haare wieder, Leute. Zeig mal deinen Bart. Der ist auch getrimmt. Mega nice. Die Decken sind gemäht. Meiner auch. Lars und ich sind gerade auf dem Weg zu IKEA, ja, und da gönnen wir uns jetzt... Easy ist so ein Ebru-Verschnitt, ne? Kann das sein? Die so die Marken so richtig ausspricht, so Amazon und IKEA. Oder was gibt es noch so für ganz wilde Dinger? Es gibt so ganz wilde Unternehmen, wenn man die richtig ausspricht, hört sich ganz, ganz falsch an. Aber es ist eigentlich richtig. Ebro haben wir so heftig da gemobbt, dass sie selbst nicht mehr traut, Amazon zu sagen. Oh Mann, ey. Schönes neues Equipment für unser Zimmer. Ja. Mhm. So ist der Plan. Was brauchen wir, Lars? Ein Stuhl. Und was noch? Wieso ein Stuhl? Ich will auch irgendwo sitzen. Teppich noch. Nein, ich kann sie auf dich setzen. Achso, alles klar. So. Mega. Schreib mal her, Köttbullar oder Planbullar? Das sind normale. Ja. Vegane. Wir sind jetzt gerade im IKEA, haben hier eine richtig schöne Pflanze gefunden. Bambuspflanze hat Lars ausgesucht. Teppich hat Lars auch ausgesucht und dann haben wir hier so Lampen. Pflanze darf natürlich nicht fehlen. Alibi, Leute, das ist keine echte. So. Dann Teppich hier. So. Meines echt, Leute. Da. Ist ein echter Benjamin, aber der verliert brutal viele Blätter aktuell. Ich glaube, dass der PC hier über die Nacht läuft, das tut ihm, glaube ich, nicht so gut, ey. Teppich einfach, damit es ein bisschen leiser ist vom Schall. Ansonsten, ich habe keine Lust mehr. Ich bin wirklich fertig. Komplett. Das ist der Raum vorher. Lars und ich haben hier gestern schon angefangen und die Wand überstrichen, weil die war irgendwie so braun und es sah ein bisschen kacke aus. Deswegen haben wir jetzt angefangen, die weiß zu machen und heute kommen mehr Farben dazu. Dann wird das Ganze bunt und als nächstes Tisch, Stühle, alles, was man so braucht. Okay, alles klar, Leute. Ja, was überlegst du? Genau, nee, du musst jetzt hier, guck mal, wir haben nämlich gerade abgeklebt, Freunde. Wir wollen ja jetzt hier gerade einen Raum gestalten. Und du musst jetzt hier drüber malen, über die Kante weiß und über die hier erstmal. Und danach kleben wir um und dann machen wir die Seite hier nämlich in einem schönen Fliederfarben.
Machst du schön, Lars. 30% fertig. Oh ja. Scharfe Kante, Leute. Lars hat das Ganze gemacht. Und dann ist unser Background ready. Dann kommen als nächstes die Regale ran. Kleiner Zwischenschritt, Leute. Das sind unsere Stühle. Die sind aufgebaut. Wir haben. Es ist auch fest geplant in meinem Haus, wenn ich das baue, ist ja in der Nähe von Elina. Ich will auf jeden Fall einen Aufnahmeraum, sozusagen so, wo ein Tisch steht und du hast ein paar Kameras, hast ein bisschen Platz, so für Real-Life-Videos werden wir dann mehr machen. Und ich will auf jeden Fall noch ein Gaming-Setup haben für einen Gast. Das heißt, dann kann zum Beispiel Gambo zu mir kommen oder Fabi zu mir kommen, Elina zu mir kommen. Und die können dann bei mir pennen in meinem Haus und können dann an dem Gaming-Setup aber trotzdem ihre, können trotzdem Videos machen. Also, naja, Fabi macht keine Videos, aber Gambo und Elina können dann so Videos machen. Wir können zusammen Videos machen in einem Haus. Das stelle ich mir auch irgendwie cool vor. Das ist auf jeden Fall geplant. Ja. Die Pflanze hingestellt, beziehungsweise ich, weil Lars pennt mal wieder. Und die Wände. Yeah. Freunde, während wir jetzt gerade auf Lars warten, weil der muss sich jetzt gerade fertig machen oder sowas, keine Ahnung, sich schminken, Make-up auflegen, wollte ich euch das Studio mal zeigen, denn ich bin jetzt mal runtergegangen und habe geguckt, wir sind ja bei Lars in seinem Haus. Und so schaut das Ganze hier gerade aus. Die Kamera da, die wird natürlich dann noch hier hinten sein. Und das ist Lars sein Platz, das ist mein Platz. Und ich freue mich. Sieht gut aus. Los. Okay, wir sind jetzt unten im Studio, Lars. Ey, sie war bestimmt so krass aufgeregt, ne, bevor sie sich gezeigt hat. Weil das, also, sie hat es jetzt nicht so top, top secret gemacht. Nicht wie jetzt zum Beispiel GLP, da weiß man ja gar nichts. Weil bei Easy, die hat ja schon ihre Haare auf Instagram gezeigt und sie war auch auf allen YouTube-Events und so. Ich habe immer zu ihr gesagt, Easy, Alter, hast du nicht Angst, dass man dich irgendwie erkennt oder so? Und sie so, nö, ist mir egal, also nicht so wichtig so. Also da war sie, also war ihr so nett, also man wusste schon ein bisschen, wie sie aussieht, aber Alter, 6 Jahre lang secret-mäßig unterwegs gewesen und dann sich zeigen, da... Boah, da hätte ich kein Auge zugemacht die Nacht davor. Da wäre ich richtig nervös gewesen. Aber gleich, es müsste eigentlich gleich soweit sein. Ich muss jetzt Face-Reveal machen. Ja, ja, ja. Hast du irgendeine Idee? Oh, ich habe oben noch so ein Affenkostüm. Dann kannst du versuchen, dich in so ein bananenförmiges Auto zu setzen. Dann setzt du dich da rein und fährst rückwärts den Berg runter. Okay, welche Größe hat das Affenkostüm? Ich glaube 5XL ist ein bisschen... 5XL? Den könnte dir aber eigentlich passen. Also, was soll das denn heißen? Junge, geh noch näher ran! Weißt du, ich hatte was richtig Episches vor. Ich hatte, als Face Reveal hatte ich was richtig Episches vor. Du hältst aber eine Kamera auf mich, du Affe! Ja, die haben Kameramann, habt ihr das gesehen? Die sind anders professionell unterwegs. Die Kamera hat gewackelt. Ich filme immer wie ein Idiot alles selbst, ey. Ja, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob ich Easy schon... Ich weiß gar nicht, ob ich schon wusste, wie sie... Also wir haben uns auf der Gamescom gesehen, wir waren ja quasi in der... Also alle, die von Freunde da waren, waren wir als Gruppe unterwegs. Wir waren Elina, Gambo, ich, Ryan, Flo und Easy, ne? Also es waren vom Prinzip her alle da, außer Fabo, aber der war ja kein richtiger Freundeteilnehmer. Und Logo war nicht auf der Gamescom. Und ansonsten, vergesse ich jetzt... Ja, und Ebro und Fabi waren auch nicht auf der Gamescom, ne? Klar wie Kloßbrühe. So, und... Ich überlege gerade, ob ich wusste, wie sie aussieht vorher schon, aber ich dachte eigentlich ja, aber ich glaube nicht, weil wir waren bei einem YouTube, es gibt immer zur Gamescom so YouTuber-Treffen. Früher waren die abnormal geil, die haben da ganze Boote gemietet, da waren dann 300, 400 YouTuber, da war jeder. In der einen Ecke hat Julian Bam gechillt, in der anderen Ecke hat Montana Black gechillt, in der Ecke hat Dr. Bex gechillt und in der letzten Ecke hat dann JP Performance gechillt oder so. Also da war jeder, auch aus der Gaming-Szene, Vive, alle. Das hat aber stark abgenommen, weil tatsächlich YouTube Geld spart. Die machen jetzt so noch ganz, ganz kleine Dinger, die wollen ein bisschen Geld sparen. Obwohl es bei YouTube ja irgendwie so gut läuft wie noch nie. Aber naja, deswegen mieten die jetzt nur noch so ganz kleine Sachen. Da sind auch jetzt nicht mehr so viele Leute, leider. Aber wir waren da eingeladen, sind da hingegangen und da habe ich Easy, glaube ich, da habe ich sie das erste Mal in echt gesehen. Und ich war mir nicht sicher, ob sie es ist, aber sie ist zusammen mit Flo reingekommen und ich wusste, dass sie zusammenkommen. Also hat der Benson schnell geschaltet und gecheckt, dass es Easy sein muss. Und da bin ich so hin, hey, bist du Easy? Und dann, ja, okay. Aber ich glaube, ich wusste gar nicht, wie sie vorher aussieht. Weil ich dachte eigentlich, dass Elina mir ein Foto gezeigt hat. Ich glaube, sie hat mir gar kein Foto gezeigt. Ich glaube, es war gar nicht so. Naja, auf jeden Fall weiter geht's. Auf jeden Fall in unserem neuen Studio von Lars und mir. Ich bin... Wer bin ich? Das ist Easy. Oh mein Gott, Easy Cheesy. Leute, es ist crazy. Nach all den Jahren. Denn wir werden coole Videos hier machen. In diesem
kleinen Studio, deswegen ist das hier noch so ein bisschen hallig und sowas, deswegen wundert euch nicht. Aber guck mal hier, wir haben sogar ein professionelles Mikrofon hier, professionelle Darsteller. Bei mir kommen Mittwoch und Samstags Videos. Leute, warum machen wir das überhaupt? Oder warum war ich Face Review überhaupt? Aber sie macht es relativ gut, ne? Dafür, dass sie, also sie macht es top, dafür, dass sie es ja nicht gewohnt ist, vor der Kamera zu sein. Also ich weiß, dass wenn ich so Fullbild aufgenommen werde, weil jetzt bin ich ja hier noch im Kasten so, wenn ich jetzt so Fullbild aufgenommen werde, ist das für mich schon ungewohnt. Wenn man meine Beine sieht, ist das ungewohnt für mich. Da muss ich tatsächlich meine Hose anziehen. Damit wir diese Videos machen können, denn Lars und ich haben richtig geile Sachen vor. Wir haben mega coole Ideen. Und vor allem wollten wir einfach mal was Neues machen. Also sowohl Lars als auch ich, damit kriegt er mir seit Jahren in den Ohren, haben Bock, was Neues zu machen. Und deswegen sind wir heute hier. Ja, ist schon cool. Aber Mike, müssen Sie noch mal arbeiten, ey. Sobald Sie die Hände auf den Tisch kloppen, das hört sich an, als ob gefühlt eine Bombe explodiert, ey. Weil es ist halt wegen Bass so. Das ist, wenn ich hier so mache, Chimelos, tut mir leid, hört man es halt nicht so krass, hoffe ich. Weil das fliegt halt hier, ne? Das Mikro fliegt in der Luft. Also es fliegt nicht, es ist halt im Ständer, aber ihr wisst, was ich meine. Los. Ja. Womit wollen wir anfangen? Abonniert den Kanal, Leute. Abonniert mich, abonniert Easy. Easy Plus. Richtig, ja. Leute. Das ist mein neuer Kanal, Easy Plus. Hier gibt es sehr, sehr coole Videos mit Lars zusammen, aber auch mit anderen Leuten. Und ich mache noch einen zweiten Kanal. Weißt du, wie der heißt? Easy Minus. Easy geteilt. Easy zerstückelt. Easy Minus, Leute. Ja, das Ding ist. Oh, Alter, das war eine andere Explosion auf dem Tisch. Ich wusste es schon vorher. Also ich wusste es, dass es den Kanal gibt. Da habe ich so umgetrickst, ne? Minus, da kommen nämlich Vlogs und coole Sachen aus meinem Privatleben. Da bin ich dann eher allein unterwegs, hier mit anderen Leuten. Und Lars lädt auch coole Videos auf seinem Kanal hoch. Ja, wenn es passt, Leute, zeitlich. Aber ihr wisst ja, abonniert. Okay. Pünktlich. Gut, Leute, dann gehen wir jetzt nämlich die Sachen vorbereiten, Lars. Oben sind nämlich eine Menge Pakete, die wir holen müssen. Und außerdem, Leute, brauchen wir Donuts für ein Video, das wir nämlich gleich aufnehmen. Gott. Ja, eine 12er-Box, das wird richtig geil. Oh, ja. Und währenddessen zeige ich euch jetzt mal, wie es mir vorher ging. Ich war nämlich richtig aufgeregt und habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Leute, ich war gerade ein bisschen am Überlegen, wie es mir eigentlich geht, weil morgen ist ja der große Tag und ich liege jetzt hier gerade abends im Bett. Das muss nach der Among Us-Session gewesen sein, weil ich denke, sie hat sich Freitag gezeigt. Ja, safe. Das Video kam am Freitag on und wir haben Donnerstag Nachmittag bis in den Abend rein Among Us. Wir haben immer Donnerstag Among Us-Session. Das heißt, das muss wenige Stunden nach der Among Us-Session gewesen sein. Also, ne, safe. Na, da war ich mir schon prime aufgeregt, ey. Ich bin schon relativ müde. Ja, und überleg halt, ob ich groß nervös bin oder so. Aber irgendwie noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn das Video rauskommt. Weil morgen ist Montag. Montag nehmen wir das Ganze auf. Und. Ah! Nee, sie hat es ja vorher auf. Hä? Warte mal. Achso, nee, warte, dann haut das ja gar nicht hin. Gut, nee, dann war das Video schon längst im Kasten, als wir. Das ist ja logisch. Sie hat das ja nicht am Freitag aufgenommen. Ich habe ja komplett gequatscht. Also war ja komplett sinnlos, was ich gerade gelabert habe. Freitag ist dann eigentlich der große Tag. Ja, genau. Ja, ja. Auch und ja, vielleicht bin ich dann aufgeregt. Also im Moment freue ich mich einfach nur auf die Aufnahmen und habe richtig Bock drauf. Und ja, mal schauen. Zeit, Leute, ich liege im Bett und mein Herz rast die ganze Zeit und ich kann nicht schlafen vor Aufregung. So schnell kann es gehen. Wir waren jetzt gerade oben, haben die Pakete geholt. Nicht für Kinder, eine Schere und ein Cuttermesser. Damit werden wir die jetzt öffnen. Lars hat gerade kurz telefoniert, aber ich habe hier schon einiges gesagt. Junge, warum ist der dauernd weg, ey? Er ist immer überall. Ich habe eine ganz lustige Geschichte. Das war also zur Gamescom, ne? Da waren wir am letzten Tag, wo ich da war, alle zusammen essen. Da ist auch so ein Gruppenfoto entstanden, vielleicht habt ihr das gesehen. Da waren halt alle dabei, die ich jetzt schon vorhin aufgezählt habe, ne? Und da war ein Junge mit seiner Family, also Vater, wir waren zu dritt, glaube ich, Vater oder Geschwister, zu dritt oder zu viert, Vater, Mutter, Kind, Bruder, Schwester, irgendwie so. Und der kam dann zu mir und meinte, yo, hi Ben, können wir ein Foto machen und so. Ich so, ja. Also da bin ich quasi gerade von der Toilette gekommen oder so. Und dann, ja, okay, cool. Haben wir ein Foto gemacht. Da fragte so, ist das Easy da hinten? Und sie hatte sich ja aber noch nicht gezeigt zu dem. Also es war ja Secret eigentlich. Und ich dann so, nee, und bin weggekackt.
Oh Mann, ich kann dir ja nicht sagen, yo, das ist er. Am Ende hat der so ein geheimes Foto gemacht und das gepostet oder so. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen habe ich da eine schnell improvisierte Profilüge rausgehauen, wie bei Among Us, ey. Bitte nicht. Siehst du das gerade? Nein. Siehst du das gerade? Hat er geschlossen? Nein, der ist offen. Der ist offen? Oh mein Gott, es war so dunkel. Mega lecker sieht das alles. Okay, welchen würde ich nehmen? Es gibt nur eine richtige Antwort jetzt, Leute. Welchen nimmt man? Man nimmt natürlich. Na, okay, es gibt zwei richtige Antworten, würde ich sagen. Oben links Schokostreusel oder Erdbeerstreusel sind geil. Den auf gar keinen Fall, das nehmen nur Psychopathen. Das ist wie der, aber ohne Streusel schlecht, sinnlos. Die auch komplett Banane. Die nur geil mit Cremefüllung. Das ist wirklich komplett, also das ist hier wirklich diese pure Psychopathenbox, wer das nimmt. Auch den würde ich vielleicht noch nehmen. Okay, ich würde zweimal den. Zweimal den. So ein Ding. Okay, wir gucken, was sie nehmen, Leute. Das ist dieser offizielle Psychopathentest jetzt nämlich. Sieht aus? Boah, Lars. Ich mag die am liebsten, glaube ich, die Oreos. Boah, es gibt sogar so welche, die sehen aus wie ein Auge. Und ein Herz. Boah. Stimmt. Ich glaube, es müssen noch die Schilder ran. Wir können mal rumgucken, was es hier noch gibt. Ich glaube, das ist so dieses Halloween-Ding. Ja, das ist Halloween. Die sind auch mega geil. Boah, da ist ein Happy Hippo drauf. Das Blaue ist auch geil. Das Gelbe ist auch nice. Das ist der Happy. Den mag ich auch gerne. Hä? Aber wie früh waren die denn da? Oh, das Smarties-Ding ist ja brutals, ne? Aber wie? Das ist ja eindeutig Halloween-Design hier schon. Das Video muss doch 2 Wochen her sein und Halloween ist erst morgen. Also, das ist ja clean 20 Tage vor Halloween gewesen. Krank. Ah, guck mal, das ist so ein Kürbisding. Ja, das ist Mr. Sad. Den ist Lars. Okay. Gut, dann bestellen wir jetzt. Und zwar hätte ich gerne eine 12er-Box Donuts. Und zwar nehmen wir 2x Chocolate Rainbow. Ja, wichtig. 2x Strawberry Wichtig. Sprinkles, 3x Cookies. Ist okay, kann man machen. Dann 2x Strawberry Ice Boston. Warte, welchen wolltest du? Apple irgendwas? So Apfel. Apple Crumble wolltest du, ne? Ja, ist auch genau, okay. Ja. Ich würde Schlumpf nehmen, aber... Zwei. Schlumpf! Dann nehmen wir zwei einfach glazed. Yes. Yeah. Muss gerade Fotos machen. Bruder, wie sie die Bilder auch im... Nein, sag bitte nicht, er macht jetzt nicht. Oh nein, das ist unangenehm. Alter. Easy. Zeig mal her. Aber wie manche auch ihre Fotos machen, ne? So von unten. Ey, wenn man auch die... Also... Manche haben da aber auch die Filter, ne? Wenn ich das so sehe, wenn Leute Fotos mit mir machen und sie zeigen die dann so, da gucken sie an, die haben die Filter so hoch gedreht oder die Kameras sind so schlecht, ich weiß nicht. Alter, ich habe da auf manchen Fotos einfach keine Nase. Die Nase ist weg, wegretuschiert, Alter, keine Nase mehr. So weich sind die Gesichter da, es ist manchmal wirklich sehr wild. Oh, nochmal 2 extra für morgen, oder? 14 Donuts, das ist schon lecker Schmecker. Mit leckeren Donuts, die wir uns geholt haben. Yay. Mhm, das wird richtig geil. Das Video kommt morgen raus, Freunde. Also, morgen das allererste. Ah, ich dachte, sie testen sie jetzt noch. Wir nehmen es gleich auf. Was? Ja. Und Mittwoch. Okay. Und Samstag sind die Upload-Tage hier. Lars, bei dir Freitag, richtig? Leute, wenn ihr die Donuts sehen möchtet, dann müsst ihr auf jeden Fall auf dem Kanal vorbeischauen von ihre oder den beiden. Das war's. Ich finde es gut, dass sie sich gezeigt hat. Das macht natürlich jetzt, also hat sie jetzt halt viel mehr Möglichkeiten auch, so Videos zu drehen. Ich kann auf jeden Fall sagen, aber mit Kamera Minecraft zu machen, macht es auf jeden Fall viel aufwendiger, viel, viel aufwendiger. Also einfach ohne Kamera zu machen oder beispielsweise nur seine Hände zu filmen, macht das Leben sehr viel bequemer, weil ich muss jetzt hier sitzen, ich musste meine Haare machen, ich muss hier gerade sitzen. Ich würde am liebsten hier wie ein Oger sitzen. Aber es kann ich halt nicht, Leute. Dann seht ihr mich an der Cam auch einfach gar nicht mehr. Sehr schönes Video. Also hat mich sehr, sehr gefreut. Wie gesagt, Leute, wenn ihr mehr Reactions sehen möchtet, dann lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert natürlich auch den Kanal und schreibt in die Kommentare, auf welches Video wir denn reagieren sollen. Ne? Das ist natürlich auch wichtig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.